Ja, ein Jahr Erfahrung mit dieser Jacke hier, die ich eh schon vorgestellt habe. Und wenn dich interessiert, was diese Jacke hier kann, dann bleib dran. Hallo und willkommen, da ist der René Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist sie nun, diese Jacke, die ich vor einem Jahr vorgestellt habe. Und ich mag ein Jahr Erfahrung mit dieser Jacke, mit den guten und den schlechten Dingen mit dir teilen. Ganz kurz zur Farbe. Ich habe das in dem Video, das ich letztes Jahr gemacht habe, Link gebe ich dir da, gesagt, ich habe keine andere Farbe bekommen. Und es ist halt einfach so, das schaut so richtig camouflagemäßig aus. Jetzt werde ich gerade als Supersoldat unterwegs, gar nicht. Aber ich habe keine andere Farbe zu einem bekommen und daher habe ich sie halt in Camouflage bestellt. Gibt es auch in Schwarz, gibt es in Grün und was weiß ich was. Aber um das sollte nicht gehen. Die Jacke insgesamt, ja, weil ich da auch immer wieder Fragen bekommen habe, ist eine dünne Jacke. Die ist also jetzt zum Beispiel nicht vergleichbar mit einer MIG 3.0 zum Beispiel. Also die hat einfach keine Isolation, richtige Isolation. Hier innen drinnen, da ist ein Fließbesatz. Ja, das heißt, hier hat ein Fließfutter. Ja, ein Fließfutter, was sie dann doch angenehm macht. Sie ist absolut winddicht, sie ist ja wie eine Softshell, ja, wie eine Softshell, wasserabweisend, aber natürlich nicht dicht. Und ja, ich habe sie jetzt ein Jahr im Einsatz und habe sie natürlich nur im Wald getragen, weil sonst würde ich mich damit nicht blicken lassen, weil da gibt es natürlich auch ein Statement mit solcher Kleidung ab. Und ja, also ist ganz einfach so, ich bin kein militanter Kerl, daher kann ich dazu nichts sagen. Aber was mir voll taugt, ist noch immer, sie ist leicht, sie hat auch zu dem Zeitpunkt, wo ich sie gekauft habe, Link zu dem Produkt gebe ich da unten, ich weiß nicht, wo er jetzt aktuell liegt, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis absolut okay gewesen. Ich glaube, ein bisschen über 40 Euro gezahlt und das ist absolut in Ordnung. Wo man halt jetzt schon einmal ein bisschen sieht, ist, dass sich schon die Fäden so ein bisschen da, ja, so ein bisschen da so immer mehr auflösen. Also das war ja auch schon letztes Jahr, aber das wird natürlich jetzt immer mehr. Und was man auch jetzt sieht durch das Auf- und Zumachen, schau mal her, dieser Zip, der soll ja auch unter Anführungszeichen wasser- und winddicht sein, aber da macht sich durch das Auf- und Zumachen jetzt schon bemerkbar, dass eine Öffnung entsteht. Ja, ist klar, der ist natürlich nicht wie bei einer MIG 3.0 von Carinthia, die ich auch schon einmal porträtiert habe und gebe ich da auch den Link zu einem Erfahrungsvideo. Das ist klar, durch das ewige Auf- und Zumachen bleibt dann, das war am Anfang definitiv nicht so, bleibt hier ein kleiner Spalt offen. Ja, was soll ich tun? Ich meine, um den Preis darf ich mal nichts anderes erwarten. Was man auch schon, was ich aber gut finde, und das muss ich schon sagen, was ich wirklich gut finde, ist, dass, ich meine, das ist bei diesen Fließdingen natürlich immer, dass du dann da irgendwann mit der Zeit da so kleine Wutzal und Futzal und so Sachen drinnen hast, wie man so schön sagt. Aber ich finde, dass sich das in Grenzen hält. Also ich habe schon Fließjacken gehabt oder Fließmaterial gehabt, das viel, viel schneller so filzig und unangenehm wird. Und das kann ich hier bei dieser Jacke nicht sagen. Wie oft habe ich sie angehabt? Also ich habe sie natürlich jetzt im Sommer nicht so häufig angehabt. Ich habe sie letztes Jahr im Winter sicher dreimal die Woche angehabt, einen ganzen Nachmittag, teilweise auch über ein Survival-Extrem-Training, also Überleben nur mit dem Messer, habe ich sie getragen. Ich habe auch da das eine oder andere Video im Zuge dieses Kurses gemacht, das du auch dir anschauen kannst, habe ich sie rund um die Uhr getragen und das insgesamt zwei oder dreimal, ja. Also drei Wochen, allein da 9 Tage, da habe ich aber sonst nichts. Ich habe nur darunter ein bisschen was angehabt und nur mit der unterwegs. Und ich muss wirklich sagen, es ist, ja, ich meine, das löst sich da auch schon ein bisschen auf, dieser Skelett-Patch, aber das ist mir relativ egal. Aber ich muss trotz alledem sagen, ich bin noch immer von der Jacke absolut überzeugt. Ich werde sie noch in einen längeren Test natürlich nehmen. Ich würde sagen, dass wir uns in 2 oder 3 Jahren noch einmal über diese Jacke hier unterhalten, wie sie dann ausschaut. Aber ich muss sagen, nach diesem Jahr und also ich rechne gerade, entschuldige, wenn ich dich jetzt aufhalte, aber 30 Tage habe ich die sicher angehabt, ganz sicher. Ja, weil ich wechsle meine Jacken immer wieder und ziehe das immer wieder an und gute Sache, auch da hat sie noch nichts abgewetzt, außer hier diese kleinen Teile hier. Ich finde sie gelungen. Ich mag dir um einen Kommentar bitten, nämlich dahingehend, jetzt haben wir ja viele geschrieben, dass sie auch sehr zufrieden mit dieser Jacke sind und sich glücklich damit fühlen. Mag ich dir unten um einen Kommentar bitten, ob du das nach diesem Jahr auch noch bist. Das wäre voll super, dass auch ich dein Feedback bekomme, das wäre sehr, sehr nett. Ja, wenn du Fragen hast, stell sie.
auch unten als Kommentar. Gib mir deine Meinung dazu einfach ab. Daumen nach oben oder unten. Link zum Produkt findest du unten. Aber wenn du das erste Mal hier bist, ein paar andere Videos zum Anschauen. Hat mich gefreut, dass du dabei warst. Dein Reini Rossmann. Bis bald. Ciao.